willkommen an alle, die schon da sind. Wir spielen Sims. Das ist Sims, was ich hier offen habe. Mit dabei ist Sage und noch so ein unbedeutender Typ da. Ey. Kazumo oder so. Ja. Kann ich dir kurz auf WhatsApp was schreiben? Du kannst mir immer was schreiben, Schatz. Achso, okay, gut. Ah, oh, sogar online. Multitasking-fähig. Ja, ich bin toll, ich weiß. Wann ist Dani multitasking-fähig? Halt's Maul. Ist ja gut. Geh ja schon. Wieso werde ich immer beleidigt, wenn ich böse Sachen sage? Genau, weil du böse bist. Ey, guck mal! Da ist Sagi B! Die schläft im Bett von... Ja, von wem wohl? Apo-Wet! Warte, mit Hey, Lenny. Ich muss den Stream noch aufmachen. Nein, warte! Ja, ich möchte... Apo? Wenn es gleich losgeht, stelle ich erstmal die Zimmer vor. Apo-Wets Zimmer ist ein bisschen anders geworden jetzt, ne? Sage, so wie ich es mir vorstellen würde, ist es jetzt ja eher. Warte mal, Apo-Wet, der hat was an seinen Fenstern dran. Mann, ich komme hier auf deinen scheiß Stream, auf deinen guten Stream. Danke, dass du dich verbessert hast. Doch, Alter! Let's play, Alter! Oh, das ist doch, Alter, ich hab doch einer wieder drin, aber ich hab's nicht gesehen, wer es war. Achso, da oben steht's jetzt. Oh Gott, wie klein. Doch, Alter! Let's play, Alter! Oh, das muss ich nochmal ändern. Das ist viel zu klein. Das ist ja viel zu klein. Das ist ja wie Zages Gehirn. Hab dich lieb, Zage! Zagi? Zagi! Jetzt zeig mir das scheiß Haus, Mann! Gleich, wenn's losgeht, mein Gott! Ist es schon 20 Uhr? Ist es schon 20 Uhr? Nein. Mhm. Siehst du? Doch. Nein. Oh. Oh. Ich hasse diesen Zagen. Ich will nur mal ausschlafen. Immer dieser Zage. Ich will einfach wieder draufschlagen. Was? Ich hab Zage lieb. Lass mich in Ruhe. Du hast ihn so lieb, dass er immer wieder draufschlagen möchte. Ich hasse diesen Zage. Diesen Zage. Yeah, yeah. Yandere, 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 dev. Take my money, ey. Okay, ich hab etwas gedingst. Ja, gedingst. Dani! Lies Dani die Kommentare? Nein. Mach ich generell nicht, weil ihr alle scheiße seid und ich euch nicht. Doch, ich lebe bitte, haut mich nicht und verlasst mich nicht. Lasst mich nicht mit Zaku und Kazumo alleine. Doch. Geht alle weg. Mm-mm. Ach, wie der das vorgelesen hat. Take my money. Oh. Ja, es war ja nur ein Testing. Ich wollte testen, ob das angezeigt wird. Hey, ja, wo sind denn deine ganzen Sachen, frage ich mich gerade, wo deine Follower stehen. Deine Doch, Alter! Let's play, Alter! Danke fürs Folgen. Das habe ich erstmal weggemacht, weil es für Sims mir im Weg war. Tut mir leid. Ja, da steht, weil null Zuschauer sind, weil es erst um 20 Uhr losgeht, ja? Also jetzt, ja. Jetzt steht's ja besser. Nee, Leute. Jetzt machen wir eine kleine Roomtour. Nee, warte, ich wollte erstmal noch Deko machen. Weil ApoWert, der hat irgendwas an den Fenstern, hat er bestimmt. Sowas Weißes. Oder halt, nee, sowas Leuchtendes hat er nicht. Das ist er zu blöd für. Ja, komm, haben wir jetzt das genommen. So, Leute, wir gehen jetzt nämlich hier durch. Da, wo Doch, Alter! Let's play, Alter! Danke fürs Folgen. Da, wo Dagi drin liegt, ist nämlich das Bett von ApoWert. Das erkennt man daran, dass es das einzige Einzelbett hier ist. Dann habe ich ApoWet hier einfach so ein paar Schuhe verpasst. Das sind seine Yeezys. Hat er hier einfach ein paar Poster von mir noch bekommen, damit es cooler aussieht. Seine weißen Sofas. Denn in Apo, ja, in ja, das ist die Bett? Frage. Hä? Das ist die Frage. Dann haben wir hier, das ist übrigens hier gerade die Etage der Boys. Das ist die zweite Etage. Dann haben wir hier das Zimmer von Ju. Ju hat hier erstmal hier so seine Ecke, wo halt so ein bisschen... Hier liegt die Kamera, kann da ein bisschen was gucken, gemütlich. In seinem Bett schläft gerade live mit Melina, weil die einfach nicht auf mich hören und alle total scheiße sind. Hat er hier ein paar Pflanzen, Bambus abgeteilt. Hier hat er seine Ecke, wo er so aufnimmt und Videos schneidet und bearbeitet. Lautsprecher natürlich. Hier ist das Bad der Jungs, das ist halt ein bisschen provisorisch eingerichtet. Handtücher, hier. Ein bisschen schön. Doch, Alter! Let's play, Alter! Ittitschno hat ihn, danke fürs Folgen. Dann haben wir hier draußen, das ist so die Dachterrasse aller Leute. Haben wir hier. Doch, Alter! Let's play, Alter! Hey, danke fürs Folgen. Also die Dachterrasse, so ein bisschen gemütlich. Hier die Sitzecke, ein bisschen abgebrannt. Hier ist schon der Grill. Hier hat der Krasavitsch vorhin ein paar Toast gemacht. Und dann steht das hier so. Hier ist auch noch so ein bisschen draußen. Und ich würde sagen, dann gehen wir nämlich eine Etage weiter runter.
Oh Gott. Dann fallen wir nämlich schon hier ins Badezimmer der Girls rein. Unserer drei wunderschönen Beauties. Let's play, alle! Aura Hunter hat die danke fürs Folgen. Unsere drei wunderschönen Beauties, die haben hier ihr kleines idyllisches Bad. Hier können sie halt die Hände waschen. Let's play, alle! Exkasumo, danke fürs Folgen. Hier haben sie ihre Dusche. Und hier halt noch die Toilette, die habe ich so ein bisschen abgetrennt mit so einem Busch. Doch, damit man hier gleich sieht. Let's play, alle! Manni, danke fürs Folgen. Dann ist richtig belebt hier. Dann haben wir hier den Aufenthaltsraum der Mädchen, wo sie halt auch mal zusammen was gucken können. Doch, Alter! Let's play, Alter! Vanille-Eis, danke fürs Folgen. Hier haben sie halt so einen Kamin ein bisschen, Musik, Fernseher, gemütliche Ecke, können sie halt so ein bisschen reden. Dann haben wir hier was ganz Besonderes, was auch ganz Schönes, will ich schon fast sagen. Nämlich Katja Krasavitsch Zimmer, und das hat sie gleich für sich entdeckt. Da steht wirklich Katja Krasavitsch Maitrine. Haben wir hier halt die Spiegel, wo sie sich beim Sex beobachten kann. Die leuchtenden roten Sachen. Ein Teddybär, der nicht fehlen darf, wie ich finde. Und noch ein paar Spiegel. Das ist Katja Krasavitsches Zimmer. Dann haben wir gegenüber von ihr das Zimmer von Melina, wo jetzt Ju drin schläft. Also Ju schläft in Melinas Zimmer, Melina in Ju's. Alla. Let's play, alle! Sarah, bla, bla. Oh, Dankeschön da fürs Folgen. Ja, da läuft bestimmt was. So. Dann haben wir, wie gesagt, hier auch noch das Bett. Doch, Alter! Let's play, Alter! Mit einer Twilight Prince, danke fürs Folgen. So, dann haben wir hier so das Bett, wo Ju gerade vorsteht, habe ich hier noch so eine coole Lampe, die fand ich ganz schnieke. Das Bett ist so ein bisschen abgeteilt vom Arbeitsbereich mit diesem Teil hier. Da ragt ein Baum rein. Ich muss ehrlich sagen, so ist er nicht drin, nur wenn ich so ein kreativ bin. Doch, Alter! Let's play, Alter! Also, nicht böse nehmen, der ist halt so im Gameplay ist er halt weg, nur wenn ich halt so kreativ bin und so. Melina, doch, alle! Let's play, alle! Danke, das folgen ihr alle. So, Melina hat eine wunderschöne Aussicht auf den Pool, der ist draußen, den zeige ich nachher noch, und hat hier auch so eine kleine Ecke mit einem Einhorn. Habe ich alles heute Nacht gebaut, ne? Finde ich schön. Wieso kann keiner meinen Namen sprechen? Das tut mir leid. Dann haben wir hier Dougie Bees Zimmer, in den Apo Red schläft. Also Apo Red schläft in Dougies Zimmer und Dougie in Apo Red. Ju schläft in Melinas und Melina in Ju's. Also wir haben da schon unsere Konstellation, ne? Dagi hat vor allem hier das Zimmer, weil sie hier eine riesengroße Spiegelwand hat. Sie hat einfach eine ganz große Spiegelwand. Alles in rosa gehalten, fand ich sehr schön. Hier ihre Klamottenecke. Hier nochmal ein Spiegel und einen Schminktisch, wo allerlei draufsteht. Den habe ich noch mit ein bisschen Glitzer ausgelegt. Ja, fand ich auch ganz schön eigentlich, so mein Geschmack mäßig. Dann sind wir unten in den Aufenthaltsräumen, wo alle so zusammen wohnen, sind wir hier in der Küche. Die Küche ist halt ein bisschen kleiner als die letzte, da habe ich jetzt mal in Gelb gehalten. Hier ist so eine Wand, da haben sie allerlei Alkohol. Let's play, alle! Hi, was geht so? Ja, danke fürs Folgen. Fand ich hier ganz schön mit dem Bild auch in der Ecke. Ein paar Cerealien, alles steht hier schon. Doch, alle! Let's play, alle! Nightmare 123112, danke fürs Folgen. Voll leer irgendwie, findest du jetzt den Chat oder das hier? Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier, also da haben wir noch einen Busch drin, dann haben wir hier so Party, Bar, alles so für sich. Hier ist die Bar, ein bisschen Alkohol muss auch sein. Hier ist die Tanzfläche, hier abgeteilt, ein Bereich, wo sie dann nochmal in Ruhe sitzen können. Doch, Alter, let's play, Alter! Jana, herzlichen Dank fürs Folgen. Dann haben wir hier einfach nochmal ein Wohnzimmer, was mir noch nicht ganz so gut gefällt mit dem Vent. Vielleicht mache ich da noch ein Fenster hin. Ein Kamin. Doch, Alter, let's play, Alter! Dani, I love you, danke fürs Folgen. Dann habe ich hier so ein bisschen Street Art. Und hier fand ich auch ganz schön nochmal so einen kleinen Arbeitsbereich, wo alle nochmal was sitzen. Doch, Alter, let's play, Alter! Danke fürs Folgen, Nessie 120403. Dann haben wir hier den Eingangsbereich, der ist halt ein bisschen leer, der ist halt einfach nur Eingangsbereich, denke ich mal, versteht man. Und dann haben wir hier draußen halt den Garten, da weiß ich noch nicht genau, was ich da mache. Hier ist einfach ein Whirlpool erstmal, provisorisch ein bisschen. Dann habe ich hier einen Pool gemacht. Hier, wenn ich mal abspielen lasse, hier ist halt noch so ein kleiner Brunnen drin. Fand ich ganz schön, die Idee hier einfach drin. Hier ist noch eine Yogamatte direkt unterm Baum. Und das ist so unser YouTube-Haus momentan. Ihr könnt mir natürlich gerne sagen, wie es euch gefällt und was ich ändern soll. Ich fand es ehrlich gesagt gar nicht so leer. Die machen schon Dreck genug. Und Teppiche fehlen. Soll ich mehr Teppiche rein? Doch, Alter! Let's play, Alter! Teil danach schon, danke fürs Folgen. Ich habe hier zum Beispiel einen Teppich. Seht ihr, hier ist ein Teppich. Ja, aber ihr habt recht, ich könnte vielleicht ein paar Teppiche oder so. Doch, Alter! Let's play, Alter! Und Biene, vielen Dank fürs Folgen. So, also das ist unser Haus und ich hoffe, es gefällt euch soweit. Doch, Alter! Let's play, Alter!
Alter! Twitch Lob R, vielen Dank fürs Folgen. Das fand ich auch ganz schön. Das hier sind diese Blumen, die ihr da seht, ne? Das sind doch, Alter! Let's play, Alter! Sorry, endlich folgst du mir. Das finde ich ganz schön, wie das im Wasser sich spiegelt, das Licht. Also ich finde das einfach richtig schön. Keine Ahnung. So. Doch, Alter! Let's play, Alter! Okay, Bär 69, danke fürs Folgen. Und Ju, der joggt hier schon. Warum joggt der? Ja, vielleicht macht ihm Spaß, ich weiß es ja nicht. Ju, was machst du? Ju möchte ganz schnell zum Chat. Okay. Melina joggt auch. Warum joggst du? Weil du mit Ju plaudern möchtest. Ja, der ist jetzt aber da hinten hingegangen. Die sind aneinander ver... Okay. Okay, okay. Okay. Ist okay. ApoRed braucht mehr Fake. Süß. Ja. Oh, guck mal, Apo und Ju, die arbeiten hier schon fleißig. Fand ich, Nee, Ju arbeitet gar nicht, der spielt Sims. Nee, Quatsch, Apo. Apo spielt Sims. Junge, warum machst du das? Such dir lieber mal eine Freundin oder einen Job. Was möchtest du eigentlich mal werden? Was möchtest du hier? Eine neue Karriere einschlagen, ja? Was möchtest du denn werden? Komm, wir suchen dir einen Job. Du möchtest arbeiten? Apo möchte arbeiten. Oh, mit Sims ist echt alles möglich. Tage rede ich auch nicht mehr. Ich esse. Okay. So, was wollen wir... Außerdem sind die alle Vollzeit-YouTuber, besonders ApoRed, ja. Ja, was wollen wir ApoRed denn werden lassen? ApoRed könnte Arzt sein, Polizist, Wissenschaftler, Astronaut, ins Business gehen, Entertainer, Geheimagent, Leckermaul, Maler, Schriftsteller, Sportler. Entertainer. Als ob der Entertainer. Let's play, Alter. Leonie 15, danke fürs Folgen. Sportler schon eher, als ob der entertainen kann. Er hat doch seine 50 Tage... Ne, warte, wie ist sein neues Video heute nochmal? Hast du schon gesehen? 50 Tage Transformation. Ja, ich habe auf jeden Fall gesehen, weil ich ApoRed schaue. Was gibt es denn noch so? Karrieren, Berufe. Sportler könnten wir ihn echt mal reinhauen. Oder soll er überhaupt arbeiten? Ist mal was ganz Neues, dass Apo arbeiten gewinnt. Ja. Verbrecher. Verbrecherkarriere ist auch gut. Gesucht wird ein harter Kerl. Oh shit. Also wird... Okay, Apo wird jetzt einfach Verbrecher. Ich schick den jetzt los. Apo ist jetzt Verbrecher. So, ohne Scheiß. Okay, Tagesaufgabe, gemeine Interaktion. Weißt du, Apo, ne, der mobbt jetzt erstmal Katja. Was? Doch, Alter! Let's play, Alter! Cookie Girl sagt, danke fürs Folgen. Guck mal, Apo, der muss jetzt einfach mal Katja mobben. Der ist nämlich gemein, über Outfit spotten. Der macht jetzt Katja einfach fertig. Beleidigen. Mehr Auswahl, gemein, verspotten. So. Ja. Komm schon, ich will's sehen. Ey, Katja. Hi, hi, Apo. Ey, das heißt erstmal Red, damit wir das klarstellen, ne? Das heißt Red und nicht Apo. Und dein Outfit sieht voll scheiße aus. Doch, Alter. Let's play, Alter. Hi, Julian Kiwi. Danke fürs Folgen. Ey, deine Titten sind voll fake. Hey, ja, ich weiß. Die hab ich mir machen lassen. Sieht doch nicht geil aus. Doch, Alter. Let's play, Alter. Nintendo Blade, danke fürs Folgen. Also eigentlich bist du voll hässlich. Das hast du nicht gesagt. Ich habe 100.000 auf YouTube. Doch, Alter. Gekauft. Let's play, Alter. Nee, die sind nicht gekauft. Die wichsen sich auf mich ein. Ja. Du hast ja gar keine Ahnung. Dafür bist du dumm. Ja, dann ist die, das sind gefaked. Gut, ich glaube, die mögen sie nicht ganz so. Ich weiß gar nicht, wieso. Der Apo ist echt aber nicht so ein Gangster. Nee, der ist jetzt auch eher kein Gangster. Er möchte aber Dagi kennenlernen. Apo und Dagi. Da hatten wir doch am Anfang eine gewisse Vermutung mit dem Betttausch. Apo ist jetzt eben gerade auf Toilette, aber das ist mir egal. Danach geht er nämlich hier sie mal kennenlernen, die Dagi, die Süße. Leute, scheiß doch, auf Eugen. Alter. Let's play, Alter. Andi Meini, danke fürs Folgen. Scheiß auf Eugen, der Apo, der macht sich jetzt die Dagi klar. Da kann Lyant einpacken. Der kriegt doch, sich nicht wieder. Alter. Let's play, Alter. Guck mal, Tag.